Warte, Odo. Jetzt bist du fällig. Ich habe fast das Wichtigste vergessen. Verstehe. Jetzt aber. Basta! Hä? Was willst du denn? Hä? Okay, jetzt ist es eine andere Sequenz. Ja, wir Ein haben's! Ring des ewigen Feuers. Endlich! Muss vom Geistlichen sein. Gott! Mann, bin ich fertig. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Ich schnupse. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich. Verschlangen Maulwürfe. Leben. Und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Okay. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf. Erheben wir unser Glas. Und keinen Ohren weniger. Zwei Unkräuter für 70 Orens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht und einen zum Abschied. Boah, Alter, wir sind total bereit schon. Er saufen kann er wie ein Großer. Besoffen kämpft es sich auch so gut. So. Na, klappt doch. Vor den Schnupfen habe ich jetzt eher weniger Angst. So. Ich glaube, Geralt wird morgen Schädel haben. Zu Odo. Ah, jetzt können wir das Wurzelwerk mitnehmen. Von diesen Schnupfen. Und wir wanken einmal zum Haus. Boah, sind wir voll. Voll wie eine Netter. Oder wie eine Haubitze. Huch. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? Ja. Es waren 100. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen.
Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Ja. Okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann wir wieder nüchtern sind. Oh nein, der Hund verwendet es jetzt schon wieder. Oder? Was hat der Hund denn? Will ich es wissen? Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner! Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Vorsicht! Was be... Hm. Sehr gute Frage, was er da bewacht. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ja, jetzt müssen wir mit dem Geistlichen reden. Es kann nur ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Boah, wie lange geht das noch? Boah. Ich sehe gerade einfach hier. So. Okay, dann gehen wir jetzt hier einmal zum Lagerfeuer. Ah, jetzt können wir wieder richtig laufen. Okay. Wobei, wir müssen hier trotzdem sein. Oh Mann. Sorry. Ja. Ich weiß nur, dass es dir Spaß macht. So nach da hinten. Also wieder einmal zurück zum Geistlichen. Wir laufen ja gern von A nach B nach C. Nicht. Apropos, habe ich jetzt... Die Musik gehört, ich erschrecke mich die eigentlich nicht. Ja. Du stehst doch auch immer absichtlich hinter der Klotür. Nur um mich zu erschrecken. Du Monster. Genau. Hier, der Jägersmann stimmt mir zu. Der Jägersmann hat mir zugestimmt. Das sind schreckliche Zeiten. Ja, das sind wahrlich schreckliche Zeiten. Ich hab da nicht mehr einen Zaun für Hühner und Gänse. Oh. Ja, das denke ich mir auch. Oh. Die armen Hühner und die armen Gänse. Ich bin wütend. Ja, ich auch. Und was ist das? Das weiß ich nicht. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Tja, hättest mehr arbeiten ein müssen. Gutes Geschäft. Doch, Herr Geistlicher. Sprecht, schnell. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikul habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen.
Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Ja. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Okay. Dann aber zur Gaststätte zurück. Wir laufen ja so gern hin und her. Hin und wieder zurück. Die Geschichte eines Hexers. Boah. Also das ist das eigentlich nervige an Witcher 1. Man hat da wirklich immer die elendig gleichen Wege. Und es passiert auf diesen Wegen einfach überhaupt nichts. Es gibt ja tagsüber nicht mal Ungeheuer, nicht mal Monster. Ich bin ja froh, dass wir das wenigstens in Witcher 3 geändert haben. Witcher 2 kenne ich ja nicht. Bei Witcher 3 gibt es solche unsinnigen Dinger nicht. Aber hier passiert ja gar nichts. Nichts. Nada. Niente. Na gut. Schauen wir einfach. So, da vorne ist schon das Gasthaus. Dann sehen wir mal, was hier passiert ist. Also hier vorne auch relativ wenig. Nein! Lasst mich in Ruhe! Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied. Finger weg! Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikuls Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Doch, werde ich. Wirklich? Ich bring euch um, Bastard! Zeit zu sterben! Gerald, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Wie immer. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ja. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Gut. Okay, und er hat einen Schlüssel zum Salamandra-Versteck, aber warum hatte er den? Gehört der dazu? Wie sie einfach alle mal Bier mit dabei haben. Nur gut, und der hat Hähnchen dabei. Auch okay. Gut. Dann also zum Versteck der Salamandra. Und das befindet sich... da hinten. Stimmt, das war ja in einem dieser Häuser.
Na gut, ich bin mir nicht sicher, ob wir das Kapitel heute noch schaffen, in der nächsten halben Stunde. Weil ich ja um kurz vor 18 Uhr in den Discord gehe. Da wartet dann Nesio schon auf mich. Was will ich in diese Richtung laufen? Warte mal. Eins möchte ich kurz machen. Ich möchte kurz gucken, ob Abby jetzt zu Hause ist. Aber wie gesagt, um 18 oder kurz vor 18 Uhr wartet ja dann Nesio schon auf mich. Gut, den will ich dann ja auch nicht zu lange warten lassen. Okay, hier ist keiner mehr. Denn vorher ist dann auch, steht dann wieder ein Toilettengang an. Und ja. Der geht jetzt auf jeden Fall erstmal für eine Stunde mit Vollgeist los. Weiter. Whatever. Und ab 19 Uhr, gut, wie gesagt, Digi wird sich ein bisschen verspäten. Der kommt, diesmal hat er wenigstens vorher Bescheid gesagt, der kommt dann, ja, zwischen 19 und 20 Uhr. Kommt er dann hier an. Ja. Dann mal schauen. Dann wird auf jeden Fall Golfit gespielt und ganz später vielleicht noch Dead by Daylight und vielleicht auch noch oder eigentlich auch noch Herr der Ringe online. Ist dann heute auch noch dran. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. So, ja, du hast nicht lange überlebt. Und du wirst auch nicht lange überleben. So, wir sind stundenlang hier in diesem Versteck vorbeigelaufen. Es ist aber keiner reingegangen. Oh Mist. Geld drin, da ist nur Bier drin. Okay, da geht's auf jeden Fall runter. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Okay. Dann einmal hier runter. Gut. Ich werde noch mal ganz kurz vorhin müssen. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade los ist. So, warte, ich mache das hier erstmal fertig. Hallo Masaki, schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. So, warte, ich mach das einmal nochmal. Sind ja nicht viele. Wie geht es dir denn? Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javeds Überzeugungskraft. Wer ist Azar Javed? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Hexerchen? Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Glückwunsch. Sehr aber cool. Es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Ich muss auch unbedingt es ist nicht hier.
Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Ja, so. Sterbt, Schwein. Und das ist jetzt dafür, dass du mich Hexerchen genannt hast, ja? Niemand, wirklich niemand nennt mich Hexerchen. Einfach nur, nein. Einfach nur, nein. So. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Mal machen. Versuchen wir es. Das ist leider ein strammer Zeitplan. Aber ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Gut, ich weiß nicht, ob mein Freund Stardew Valley mag. Ich weiß nicht mal, ob er es überhaupt kennt. Nee, heute eh nicht mehr. Gut. Ja, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leute so ein bisschen vertröste. Aber wir machen das auf jeden Fall noch. Da habe ich echt richtig Bock drauf. Einfach weil ich das Spiel auch überhaupt nicht kenne. Und ich das unbedingt mal zocken möchte. So, dich hatten wir ja. Hätten wir nicht noch kurz aufsteigen können? Wäre das nicht noch drin gewesen? So. Machen wir das hier einmal. Das nehme ich lieber mit. Kann dir da mal viel Sachen helfen und Tipps geben. Oh ja, das wäre echt cool. Da kann man ja eine ganze Menge machen, oder? In dem Spiel. Wenn ich das. Ich habe bisher halt nur so Ausschnitte gesehen. Und das, was ich gesehen habe, war echt cool. So. Ja gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was bringt. Und wir haben zig Ringe davon. Naja, tragen wir die erstmal. Wie war das jetzt hier? So. Einmal. Aber vorher müssen wir ganz dringend über Discord reden. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Folgt mir. Ja, Alvin, dann... Okay. Willst du nicht, dann laufe ich halt vor. Also in dem Schneckentempo kommst du nie irgendwo an. Ja, wenn das nicht unsere Hexe ist. Unsere Hexenfreundin. Kann ich jetzt speichern? Ja, kann ich. So, sind wir nicht sogar gleich schon beim Endkampf? Für dieses Kapitel? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vizima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt.
Nicht nötig. Ich spreche mit den Dörflern. Ich hab doch jetzt mit ihr keine ruhige Minute Nein. Ich mag die vor euch gerne, aber nein. Bitte. Da gibt es andere. So, das kann ja jetzt was werden. Damals habe ich es nicht hingekriegt. Gut, damals, war ich aber auch ganz... Achso, ich gehe in die falsche Richtung. Bin ich aber ganz schlecht. Wo bin ich jetzt? Na egal. Warte, wo ist dein Ausgang? Links, oder? Ja, links. Okay. Oh, mir graut es davor, mir graut es davor. Wenn es genauso schwer ist wie aus Mittel damals, dann... Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Nein. Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Ich glaube euch. Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafgar. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Fahrt fort. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen, aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Bitte was? Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Bitte was? Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Also, das denke ich mir auch gerade. Da ist sie! Ja, verbrennt die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwie. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Wir sind teuflisch. Fürchtet euch nicht! Wir sind mit dem sie Teufel im Bunde. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer! Und lasst die Hexe hier, habe. Sonst verbrennen wir euch auch! Siehste? Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Man lernt immer wieder was dazu. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht deswegen sind die Frauen also so ein Geheimnis. Mist, jetzt sind sie uns doch auf die Schliche gekommen. Ihr habt zwei gekommen. Möglichkeiten. Scheiße. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen. Ja, danke wir später. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ihr blutet, ohne euch zu schneiden und ohne zu verbluten. Ihr seid das Böse.
Ja, wir sind teuflische Dämonen. Meine Teufelshörner habe ich auch gerade nur versteckt. Ich bin im Tarnmodus. Ach, jetzt kommt ja der Kampf. Ja, Tachchen. Na, wie geht's, wie steht's? Alles gut bei dir? Ja, ne? Siehst so ein bisschen rot aus. Welcher Schnuppi? Alles fit? Ich hasse diesen Kampf. Obwohl, man startet halt auch mittendrin. Aua. Hallo. Ach schön, du heilst mich, das ist der... Oh, komm schon. Wir haben mich das aufgegeben, da ich beim ersten Mal auf Schwergewehr gestartet habe. Ja, also ich kann's dir empfehlen, auf leicht geht's. Auf Mittel habe ich es auch nicht geschafft. Ich habe es auf schwer und auf leicht gespielt gehabt. Und ich habe es auf beiden nicht geschafft. Doch, auf Mittel habe ich es irgendwann geschafft im Let's Play. Das war aber reines Glück. Ich habe, glaube ich, gefühlt... Das war euer letzter Fehler, drei Tage dass gebraucht. Ihr dieser Hure geholfen habt. Zwei, drei Tage, bis ich das fertig hatte. Verfluchter Mutant. Ey, das war so schwer. Kraft für da euch hatte ich keinen beide. Bock drauf diesmal. Odo, greift euch die Mistgabel. Da hatte ich diesmal echt keinen Nerv drauf. Also wenn ich spiele wie Dark Souls oder sowas spiele, okay. Das kann ich ja nachvollziehen. Da kann es ruhig schwer sein. Aber... Nee. Einfach nur nein. Gut, die Frau ist trotzdem gestorben. Ich starte jetzt... Oder? Lebst du? Ah nee, du lebst noch. Die zuckt noch. Doch, sie lebt noch. Nee, auf mittelhoher Schwert hätte ich da echt keine Lust drauf gehabt. So, Mädel. Danke, Geralt. Ich verdanke euch mein Leben. Ja, ja. Ich packe meine Sachen und verschwinde aus der Stadt. Und dass du mir ja keine Männer mehr verzauberst, ja? Du Unhold des Bösen. Weibsbild. Nein, warum habe ich das eingepackt? Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir ebenfalls mit. Ich bin jetzt mal AFK, muss jetzt für meinen Kinderabendbrot machen. Bis später. Was wäre okay, ohne bis später. Eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ich wählte das kleinere Übel. Schade, dass ihr so denkt. Lebt wohl. Ja. Ja gut, jetzt müssen wir uns um Schani kümmern, wobei ich das jetzt nicht mehr schaffen werde zeitlich, bevor ich mit Zio anfange. Beziehungsweise ich werde jetzt nochmal ganz kurz wohin verschwinden und dann gucke ich mal, ob er schon bereit wäre oder ob ich das hier noch kurz zu Ende machen könnte. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich hier wieder. So, einmal kurz Bowl-Screen. Denn so. Guti, dann laufen wir jetzt nochmal weiter. Und einmal zurück zum Häuschen. Der hat mich totgespielt. Ja, ja. Ich glaube eher, du spielst sie tot. So. Ach, da hinten nicht Abigail? Kann die da hinten nicht lang?
Beziehungsweise Mandito. Ey, komm her. So cool. Dein letzter Stündler hat geschlagen. So, einmal Ghoulblut. Und nun müssen wir die gute Spani abholen. Hoffen, dass sie alles gut gegangen ist. Ja, scheinbar schon. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Vizima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Ja, nicht ganz unwahr. Vizima wartet. Oh, so, ich muss das schon nach Vizima erreichen. Okay. Sie muss ich jetzt nicht beschützen, oder? Doch. Gut, wir laufen zumindest zusammen. Dachchen. Ich denke, sie muss am Leben bleiben. Hallo? Das bewegt so. Ja, okay. Ich speichere nochmal. Wie das hier. Oh Gott, Unerwartetes passiert. Aber sollte eigentlich nicht. Wir haben es ausgerechnet, den langen Weg. Ernsthaft. Ach, Shani. Ich weiß nicht, ob ich dich wirklich beschützen muss oder ob ich auch ohne dich hier lang gehen kann. Ich laufe einfach mal mit dir zusammen. Kann dir ja nicht schaden. So. Danach werde ich, huch, ich laufe auch weiter. Danach werde ich auf jeden Fall das Spiel erstmal wieder ausmachen. Und mich in den Discord begeben. Denn Sio wartet ja auf mich. Denke ich. Virtual. So. Das hier dauert ja jetzt, glaube ich, nicht allzu lange. Ich weiß nicht, wie lange die Gespräche danach noch sind, aber dürfte eigentlich alles noch im Rahmen sein. Habe ich zumindest mein Ziel bei Witcher für heute erreicht. Ich glaube, hier passiert nichts weiter mehr. Glaubt, wir sind sicher. Ja gut, da... Ihr Viecher, ne? Ja, komm. Dich erledige ich auch. So. Darf ich noch einmal kurz an die Überreste? Danke. So. Laufen wir mal weiter. Hoffen. Sieht gut aus. Ist auch hinter mir. Jo, perfekt. Dann geht nochmal eben mit mir Gassi. Viel Spaß! Aber dass du mir ja nirgendwo hin machst. Danny. Na gut, dich. Geralt. Okay. Redet mit der Wache. Ja, ja, okay, wir reden mit der Wache. Stimmt, die ist ja da hinten. Der Mickrige soll, dass das nicht wert. So.
du. Nee, ich mach nur in die Stube. Das Schmutzfink. Visima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Geralt. Ja. Ich rede doch mit der Wache. Alles easy. Aha. Ach Mist, jetzt haben wir mit Odo gar nicht... Mikul, ich muss in die Stadt. Gespielt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa. Gut, jetzt ärgere ich mich gerade so ein bisschen. Mikul. Na, egal. Jetzt ist es zu spät. Feldwebel, der Hexer ist hier. Der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel. Das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Kapitel 2. Sehr schön. Jetzt sind wir nur im Kerker gelandet. Das ist nicht ganz so prickelnd. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus. Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau! Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Cool. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig! Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon! Nehmt die Fäuste hoch! Nee, mit dir probiere ich mich jetzt nicht mehr. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Na, nur minimal. Zurück. Minimal. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Ja, wir kämpfen ja noch. Alles gut. Professor Bewegung, ihr seid frei. Ich mag frei. Die Stimme. Ach, nee. Du, Kleiner! Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Ja, du mich auch. Keine Angst, Hexer. Ich krieg wir sehen noch. Uns wieder. Ja, das Hurt versichere wie. Ich euch. Hurt wie ihr macht wir einen Fehler. Sehen. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Wow. Ich kann es kaum erwarten. So, sehr schön. Lass mich ins Menü. Lass mich speichern. Danke. So, dann machen wir hier beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter. Denn werde ich mich jetzt mal in den Discord begeben.